Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Leseupdate am Sonntagnachmittag. Wir sind ja jetzt immer noch in der ersten Hälfte des Monats April, aber es lohnt sich, glaube ich, schon ein bisschen über Lesefortschritte zu sprechen. Das ist zum einen dieser Roman hier von Andrei Kurkow, Samson und Nadjeschda. Der Roman spielt in Kiew nach der Oktoberrevolution und die Wirren der frühen Zeit sind Thema dieses Buches. Wir haben also Samson, der aus einem bürgerlichen Elternhaus stammt, dessen Vater erschlagen wird und der Soldat, der dies getan hat, versucht eigentlich Samson zu treffen. Der Vater wirft sich dazwischen und so wird nur das Ohr von Samson abgeschnitten, das er aber geistesgegenwärtig auffängt und mitnimmt. Der Vater hingegen ist tot. Und wir haben dann die Geschichte von Samson, wie er zunächst einmal ohne Ohr am Kopf, aber mit Ohr in einer Dose zurechtkommt. Dann gibt es eben so ein bisschen übernatürliche Elemente in der Erzählung. Das Ohr liegt also in irgendeinem Zimmer und Samson kann dann hören, was dort gesprochen wird. Das rettet ihm das Leben und hilft ihm auch sonst weiter. Und dann lernt er natürlich eine junge Frau kennen, verliebt sich in sie und die beiden machen diese ganzen revolutionären, postrevolutionären Wirren mit, als noch unklar ist, wer wird sich eigentlich durchsetzen, die Sowjetmacht, welche Teile der Sowjetmacht. Es gibt immer noch Kämpfer, die dagegen vorgehen, die versuchen, das Rad der Geschichte sozusagen zurückzudrehen und in diesem allgemeinen Chaos ohne Geld, ohne Strom oder jedenfalls nur teilweise, da zeigt sich eben, wie Menschen das Überleben organisieren, wie sie auch neue Freundschaften, neue Partnerschaften schließen und wie sie sich eben durchschlagen im Wortsinn. Und das ist eine charmant erzählte, gut geschriebene, flüssig übersetzte Romanhandlung, die einfach Spaß macht und deren Lektüre mir den Monat gut eröffnet hat. Das stand ein bisschen im Kontrast zu Gustav Seibt, mit dem ich ja den März beendet hatte. Und danach war es mir dann eben ein bisschen darum zu tun, nicht gleich wieder ein schwieriges Sachbuch zu lesen, obwohl die Essays sehr gut waren, sehr anregend geschrieben sind und durch die Belesenheit des Autors, durch seine Verbindung zu Geschichte und Literatur, den, wie soll ich mal sagen, engen Sachbuchcharakter des tagesaktuellen Zeitungstextes hinter sich lassen und das Ganze in einen größeren Gesamtzusammenhang einordnen, der mir auch gut gefallen, aber trotzdem auch gut gefallen hat, aber trotzdem war es eben so, dass ich im April einen etwas anderen Ton zunächst einmal setzen wollte. Auf dieser Strecke schreite ich fort, indem ich begonnen habe, von Marlene Miller das Lied des Achill zu lesen. Ich hatte meine erste Begegnung mit diesem Retelling von antiken Mythologien und Erzählungen ja ebenfalls mit Madeleine Miller, mit ihrem Buch über Circe. Und dann habe ich noch verschiedene andere gekauft, zum Teil auch schon gelesen, zum Teil stehen sie eben im Regal. Und dieses hier erschien mir jetzt sozusagen ein vielversprechender Versuch, wieder in dieses Genre, in diese Art von Büchern einzusteigen. Das ist auch der Fall, das ist ebenfalls gut geschrieben, es ist aber ganz anders. Wir haben es hier eben mit einem Menschen zu tun, mit Patroklos. Und Patroklos erzählt die Geschichte, wie er aufwächst, über seine familiären Schwierigkeiten, darin Circe sehr ähnlich. Auch er wird verstoßen, muss woanders hin, aber dieses woanders hin erweist sich dann für ihn, jedenfalls nach gewissen Anlaufschwierigkeiten, durchaus als positiv, weil er kommt eben zu Achill
Und die beiden Jungs freunden sich dann an und wie wir alle wissen, wird da später auch mehr draus und in diese Richtung entwickelt sich die Geschichte dann so langsam. Also ich bin noch am Anfang, aber das ist gut gemacht, entwirft ein, wie soll ich sagen, farbiges Bild jener Welt und gleichzeitig ist es aber so, dass auch nicht irgendwie was beschönigt wird. Es ist aber auch nicht unangenehm zu lesen. Also die Gewalt, die Brutalität, die natürlich in dieser Welt eine Rolle spielt, wird mit annehmbarer Genauigkeit und gleichzeitig einer gewissen dezenten Darstellung geboten. Das hat mich bisher überzeugt. Und außerdem habe ich mit diesem Buch hier begonnen, Zeit der Verwandlung, München 1900 und die Neuerfindung des Lebens. Hier geht es, geschrieben von Stefan Bollmann, um die Aufbruchsstimmung in München jener Jahrzehnte, um 1900, nicht 1900 als scharfes Datum, sondern es beginnt in den späten 1880er Jahren und setzt sich eben bis zum Ersten Weltkrieg hin fort. München als Stadt, die klein und gleichzeitig groß genug ist, um Chancen zu bieten, die von einer gewissen Libertas Bavariae profitieren kann, die auch am Rande des Landes liegt, und die eben nicht dominiert ist von den strengen und eben auch durchsetzbaren Maßstäben, wie sie Kaiser Wilhelm über Berlin verhängt. Und insofern profitiert die Kunst, profitiert die Kulturszene von dieser Liberalität, die aber durchaus nicht dem Kunstgeschmack des bayerischen Königshauses, insbesondere nicht dem von Prinzregent Luitpold, gefällt. Aber wie gesagt, solange das nicht furchtbar schlimm ist und nicht in sozialistische Umtriebe ausartet, dann lässt man das alles irgendwie gewähren. Und davon profitieren eben ganz viele, die hier dargestellt werden. Und vor allem profitieren davon auch die Frauen, die hier nämlich Möglichkeiten haben, die sie in anderen Städten in dieser Form und in dieser Dichte nicht geboten bekommen. Und darum geht es in diesem Buch. Das ist inhaltlich alles total spannend. Stilistisch ist es halt ein bisschen allzu flott erzählt. Ja, also es geht eben darum, den Leser, die Leserin zu catchen und für dieses Thema durch die eine oder andere Zugabe so eine Prise von Skandal und Klatsch und Tratsch irgendwie zu erwärmen. Für mich hätte es das nicht gebraucht. Ich finde das ohnehin interessant und hätte auch eine trockenere Darstellung zu schätzen gewusst. Es gibt Punkte, wo die Information eher so verstreut ist und unter diesem ganzen Zucker und rosa Guss hervorgehoben werden muss. Und dann gibt es andere Passagen, wo eben mal drei Seiten Tacheles geredet wird und das, was wichtig ist, im Vordergrund steht. Und das gefällt mir naturgemäß besser, aber insgesamt würde ich bislang sagen, auch hier bin ich noch nicht so furchtbar weit. Insgesamt würde ich aber sagen, dass das auf alle Fälle lohnend ist hinsichtlich des Inhalts. Bei der Form würde ich bislang sagen, das hätte ich auf diese Art und Weise nicht gebraucht, aber naja, nobody is perfect und das gilt halt auch für das eine oder andere Buch. So viel als Zwischenstand. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei einem meiner neuen Videos. Bis dahin dann. Tschüss!